Mein Name ist Jana Merkel, ich bin freie Journalistin und ich arbeite meistens für das MDR Landesfunkhaus in Magdeburg. Rechtsextremismus ist für mich ein unheimlich wichtiges Thema. Rechtsextremismus ist ein gesellschaftliches Problem und ich glaube, dass sich Medien damit auseinandersetzen müssen. Journalistisch in Berührung gekommen mit dem Thema bin ich zum ersten Mal durch Insel. Die Geschichte in Insel ist eine Geschichte, die sich in vielen Orten Deutschlands abspielt. Es werden zwei Männer aus der Sicherungsverwahrung in diesem Fall entlassen. Diese beiden Männer hatten Sexualstraftaten begangen, die hatten Frauen vergewaltigt, mehrfach, und haben sich in Insel niedergelassen zusammen. Das hat die Runde gemacht im Dorf. Die Leute sind völlig verängstigt gewesen. Und es gab eben eine große Gruppe von Inselern, die beschlossen haben, wir wollen die hier nicht haben. Die sind auf die Straße gegangen, sie haben demonstriert. Und dann tauchten dann, na, so anderthalb Monate, nachdem die Geschichte hochgekocht ist, zum ersten Mal die Nazis ganz offiziell auf. Werde ich nie vergessen, wie die da als Block aufmarschiert sind. Die Inseler, die damals auf die Straße gegangen sind, die haben die wirklich mit offenen Armen empfangen. Das hat mich unheimlich schockiert. Ende September 2011. Rund 80 Neonazis aus der gesamten Altmark tauchen in Insel auf, bieten sich als Problemlöser an. An die Inseler, sie lassen das zu. Ich hätte erwartet von den Inselern, von jedem, dass man sagt, okay, also mit Nazis mache ich nicht gemeinsame Sache. Das Ankommen im Alltag, das Ankommen in der Mitte der Gesellschaft, das war da plötzlich so offensichtlich, das war schon krass. Ganz normale, durchschnittliche Leute, Leute mit höherem Bildungsabschluss, haben sich wirklich von den Nazis vereinnahmen lassen oder haben die Nazis auch für sich vereinnahmt. Das ist ja so eine wechselseitige Geschichte, ne? Ich bin froh, dass sich hier alle einig waren, dass wir das Thema weiter begleiten, dass ich auch den Rücken freigehalten bekommen habe, um auch wirklich so oft nach Insel zu fahren. Das musste der Sender mittragen und das haben die hier im Haus wirklich gut gemacht. Insbesondere Katrin Hartig, die mir dann auch das Vertrauen geschenkt hat, dass ich diesen langen Film dann auch über Insel machen durfte. Jana Merkel ist jemand, der sich gerne festbeißt. So bequeme Themen liegen ihr nicht. Also eher muss es etwas sein, was jemanden ärgert. Insel war ein besonders schwieriger Prozess auch für uns. Und es war eine Herausforderung auch für Jana als Journalistin, sich nicht gemein zu machen mit Meinungen. Und ich glaube, das hat sie am besten damit gelöst, dass sie jeden Samstag vor Ort war. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren und haben eine Taskforce gebildet. Das ist sozusagen unsere Instanz in diesen Fragen geworden, auch Jana Merkel. Mit Insel fing es für mich an, das Thema Rechtsextremismus, aber seitdem hat es mich wirklich gepackt. Es ist immer ein schmaler Grat, sich zu entscheiden, über dieses Thema zu berichten, bedeutet auch, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Indem man das Thema totschweigt, wird es ja nicht besser.